Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video, Freunde. Wir werden heute alle Fragen beantworten. Falls wir das Ganze nicht machen, haben wir ein Picker-Wheel vorbereitet. Und da müssen wir eine Bestrafung machen. Heute ist meine Freundin mit dabei. Hallo. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Für wie viel würdest du Basti liegen? Ja, also... Fuffi. Nein, ernste Antwort. Ich würde das nicht machen. Ich würde das auch nicht machen. Da würden jetzt Leute sagen, das ist Cap oder so. Aber ich würde es auch nicht machen, wenn jemand sagen würde, yo, hier sind 1 Milliarde Euro oder so. Ich würde es nur machen, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich bringe deine ganze Familie um, wenn du den nicht machst oder so, you know? Dann wäre es was anderes, I guess. Aber so, ich würde für kein Geld der Welt Basti liegen, weil das wäre kein ehrenvolles Geld. Gesprochen wie ein Löwe. Oh, Mann. Alright, weiter geht's. Marsha oder Basti, wen magst du mehr? Ja, Marsha schon. Halt Marsha, ja. Weiter, nächste Frage. Du schläfst halt auf der Couch die letzte, ne? Nein, will ich nicht. Hat Marsha Angst, dass du bei Seven vs. Wild stirbst? Man muss dazu sagen, falls ihr das gerade auf YouTube guckt, nehmt es gerade einen Tag auf, bevor ich zu Seven vs. Wild fliege. Wir werden dann so diese Clips rausschneiden später, wenn du drauf gehst. Ich werde so, nein, ich habe keine Angst. Und dann kommt so ein Cut und ich bin tot. Eine ganz kleine Angst ist da schon, weil man weiß echt nicht, was da passiert. Ich habe gar keine Ahnung, was du da machst, mit wem du da schreibst. Ja, ach so. Digga. Aber ich glaube schon, dass das da so safe ist, dass die in keine lebensbedrohliche Situation kommen. Okay, jetzt hast du es gejinxt. Okay, Chat, wir sind tot danach, Bro. Hey, es ist der letzte Stream. Das war wirklich das letzte Video, Bro. Das Video danach das heißt, Papa Blatt ist tot oder so. Und irgendwie wird von Wilbo anmoderiert, so richtig low. Ja, perfekt. Was soll ich sagen? Ich habe auf Holz geklopft. Ja, ich auch. Bitte klopft zu Hause auch auf Holz, alright? Welches Car aus Cars findet ihr am hottesten? Boah. Ich glaube, diese blaue. Guck mal, die. Ja, die ist schon ganz süß. Sag ehrlich. Die ist geil. Wie heißt der rote? Lightning McQueen. Ja, den. Nein, den findest du am hottesten. Nee, geh mal, mach mal zurück. Den da. Boah. Ja, okay, check ich. Boah, der ist hot. Sally, das Mistvieh. Alright, weiter geht's, nächste Frage. Moin, was waren deine Ziele für 2023 und wie läuft es diesbezüglich, Kevin? Digga, auf serious. Also ich glaube, mein Main-Ziel ist so, glücklich zu werden. too real. Dass ich halt nicht mir so viel Stress mache bei Streaming und alles ein bisschen irgendwie gelassener nehme und mehr Spaß bei allem habe und mir nicht so viel Gedanken mache, irgendwie, ob ich jetzt gerade lustig genug bin oder so, weil das bin ich eh nicht. Und das läuft sehr gut. Also ich würde sagen, Mental Health ist gerade so gut wie noch nie. Ich würde sagen, ja, 9,5 als aus 10 oder so. Ich glaube, weitaus besser als das hier geht es gerade nicht. Was würdest du sagen? Hast du deine Ziele für 2023 erreicht? Und was hast du gemacht? Da steht nur dein Name. Okay, dann machen wir weiter. Digga, Wilbo, du kannst nicht deine eigenen Fragen hier reinvoten. Was ist das? Und dann hast du auch noch den Namen meiner Freundin falsch geschrieben, du Arschloch. Ist das scheiße, Wilbo. Nächsten Monat gibt's kein Geld fürs Schneiden. Also ich finde das weniger schlimm als mit R. Ja, das stimmt. Wenn Marsha ein Wurm wäre, wärst du noch mit ihr zusammen? Oh Gott, Bruder. Wilbo will auch, dass ich auf der Couch schlafe. Ich sag ehrlich, ich würde Angelhaken machen und reinwerfen. Für Food. Wie bei Seven vs. Wild. Bitte. Nee, ich weiß nicht. Frage, kann man den Wurm noch ficken? Kannst ihn dir so drum binden. Ich wäre noch mit dir zusammen, ja, aber ich hätte vermutlich einen Sidechick. Ist sie dann ein größerer Wurm? Ist das dann ein Raupe? Nee, ich glaube, es wäre einfach eine Frau. Ganz normal. Ich glaube, ich würd dir so ein kleines Aquarium oder so ein Terrarium bauen. Und dann würde ich dir zugucken, wie du deine Alte wegmachst, während ich da in deinem Terrarium stehe. So mäßig, ja, aber du bist quasi ein Wurm. Wenn du nervst, ich habe auch Gefühle. Wenn du nervst, schneide ich in der Mitte durch. Dann habe ich zwei. Da kann ich mit Twins rummachen. Gut, okay, die Frage, die atmet ein bisschen aus. Wir machen weiter. Wie ist deine Voten, Bro? Ja, moin, Alter. Chat, die Frage hatten wir beim letzten Mal schon. Das könnt ihr nicht zweimal verwenden. Was ist das für eine Scheiße? Ah, geil. Jetzt müssen wir wieder drehen, Alter. Ah, perfekt, Bro. Cool, Digga. Schön AdSense für das Video weg. Ich mach das Video mal wieder für lau. Wir werden an die Deutsche Kinderkrebsstiftung donaten. So, 1 bis 1000. Ja, nehmen wir. Nehmen wir. Geil. Ist für einen guten Zweck. Weiter geht's. Marsha.
Marsha oder Stegi, wer hat den besseren Arsch? Marsha, easy. Welchen YouTuber, Streamer oder TikToker ist außerhalb der Kamera voll unsympathisch? Boah. Also dieser Paul Platte. Ja, komm, shut the fuck up. ich hab jemanden. Ja, es gibt jemanden, den ich, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, wie der so drauf ist, you know? Ja, okay, dann drehen wir. Ah, das ist so ein halbes, das ist ein halber Dreher jetzt. Ey, wenn jetzt irgendeine richtige Scheiße kommt, wäre überall low. Hat eigentlich eine Masche. Verkleiden im Karton. Im Kartenkarton. Okay, dann gucken wir, was Tim da rausgesucht hat, Digga. Ich weiß schon was, das ist richtig geil. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Digga, sind das Tanzschuhe? Nein. Nein. Tim hat mein altes Tanzoutfit mitgebracht? No fucking way. Oh, ich hasse euch alle so sehr. Ich habe wirklich mit allem gerechnet, aber nicht damit. Ach, Bruder, das ist so scheiße, wirklich. Aber die Schuhe musst du auch anziehen. Ich sitze jetzt nicht in Tanzschuhen hier. Doch. Oh mein Gott. Ihr könnt mir gar nichts, ich sehe unfassbar geil aus. Boah. Warte mal, wenn ich das jetzt mal mit so einer 6PM-Hose kombiniere, warte kurz. Bruder, ich sag euch so, wie es ist, wenn wir in Berlin wären, Freunde, ich könnte damit feiern gehen jetzt. Digga, ab ins KitKat, Leute. Holy shit. Ja, das Ding ist halt, ich muss jetzt halt die ganze Zeit meinen Bauch anspannen, weil sonst ist es halt so. Und so bockt halt gar nicht, you know? So, deswegen muss ich jetzt die ganze Zeit gerade und anspannen. So. Oh Mann, ey. Wir müssen uns unbedingt bessere Formate überlegen. Alright, wir kommen zur nächsten Frage. Wie geht Mashallah mit der öffentlichen Aufmerksamkeit? Digga, der Satz macht nicht mal Sinn, da fehlt sogar noch ein Wort. Nee, wie geht's Mashallah mit der öffentlichen Aufmerksamkeit? Ach so, oh mein Gott, ja, okay, never mind, ich kann nicht lesen einfach. Ich bin dumm. Ja. Shut up, Chat. Ich muss sagen, wenn ich manchmal unterwegs bin, so draußen, dann finde ich das ein bisschen unangenehm, weil ich mir denke, dass potenziell Leute da sein könnten, die mich erkennen. Und dann fühle ich mich halt so beobachtet. Aber meistens gehe ich ungeschminkt raus, da erkennt mich niemand. Ich glaub. Das ist mein, ich habe zwei Personalities. Ja, einmal so und einmal Pernod. Einmal homeless. Ich schwöre, ich liebe es. Gerne. Der unangenehmste Moment war, als wir noch nicht zusammen waren. Und es hat ein Zuschauer in Berlin getroffen, wollte ein Pick mit mir machen. Und dann hat er so gefragt, oh, ist das deine neue Freundin? Ja. Und ja, da warst du, ja, okay. Das, naja, gut, so liebst du mich also. Vielleicht war ich das gar nicht. Nee, also das warst du schon. Hoffe ich. Ich wusste halt, dass wir zusammenkommen werden, weil... Ah, da waren wir noch nicht zusammen. You know? Nee, genau. Wir waren noch nicht zusammen. Aber ich wusste, okay, wir werden höchstwahrscheinlich zusammenkommen. Und dann habe ich so gesagt, nee, ich fick die nur und dann geht's weiter. Ich glaube, ich habe einfach Nein gesagt oder so. Ich weiß nicht genau, was ich gesagt habe. Krass, Alter. Du hast ihn angelogen einfach. Ja. Na gut. Gut, hat niemand gejuckt. Machen wir weiter. Maschine. Oh, Mann. Wen findest du am coolsten von Kelvins Freunden? Ja, Dominik, würde ich sagen. Ist am coolsten. Ist am lustigsten. Einer schreibt Philo, Bro. Ja. Da steht doch Freunde. Lol. Alle Freunde von Kelvin sind korrekt. Der würde sonst nicht. Außer? Zabex. So, weiter geht's. Wann denkt ihr, fängt Fremdgehen an? Ey, Michi, versteh mich wirklich nicht falsch, aber dieses Profilbild gibt mir nicht Michi26097, Bro. Da sollst du vielleicht nochmal, das sollst du vielleicht noch ändern. Oh, warte mal, Philo ruft gerade an. Hallo, Freund Kevin. Jojo. Ich habe gerade durch Zufall an meine ganzen Freunde gedacht hier. Und da ist mir spontan eingefallen, dass ja morgen für dich losgeht, für meinen Freund Kevin. Ja. Und warte, ich wollte dir einfach mal ganz viel Glück wünschen. Ey, ganz kurz, ich muss kurz auflegen, da ruft noch jemand anderes an. Jojo. Ganz, ganz kurz, bei allem Respekt, so, bei aller Liebe. Du siehst aus wie der fucking Dirigent vom Schwanensee-Team. Du kannst nicht sagen, ich bin uncool, Bro. Verstehst du das? Du kannst da nicht so sitzen mit deinem Strassstein-Hemdchen und sagen, ich bin uncool. Das funktioniert so nicht, Bruder. Das funktioniert so nicht. Okay? Du, Zabex, die Verbindung ist gerade unfassbar schlecht. Wir beide wissen, die Verbindung ist super. Kevin. Oh, ich muss auflegen, Bro. Ganz liebe Grüße an Martha. Ciao. Oh Mann, ey. Nee, passt schon so. Alright, weiter geht's. Wann denkt ihr, fängt Fremdgehen an? Ab anal, würde ich sagen. Was ist zu sagen? Nee, genau nicht. Ach so, genau da nicht. Da ist das Schlupfloch. Wahrscheinlich schon ab so schreiben.
Aber und so auch flirty. Ja, genau. Flirty. Wenn jetzt Lena schreibt, hey, wir haben hier ein neues Placement für Raid Shadow Legends, und ich schreibe so, cool, das machen, dann ist es jetzt noch nicht Fremdgehen halt. Also ich finde, es ist kein Fremdgehen, aber es ist auch kacke, wenn man so unnötig dann die Bilder von der Person liked, aber so richtig viele hintereinander, um dann Aufmerksamkeit zu bekommen von der Person. Ich wurde letztens zum ersten Mal in 2 Jahren angemault, weil ich ein Bild geleitet von einem Girl. Ja. Aber dann, Bro, 90 Sekunden Corinna Kopfbild online. Das ist was anderes. Kollege Schnürschuh neben mir, direkt da die Likes durchgezimmert einmal. Ihr könnt euch jedes Corinna-Kopfbild geben, diese Frau wird's geliked haben, okay? Aber jetzt, wann kriegen deine Mods und Cutter eine Gehalt weiter? Schon mal beim GV an eine andere Person gedacht? Ich glaube ich. Oh, doch, auch mit dir. An Dominik, komplett richtig. Ja, okay, das ist mein, auch. Das, warte mal, Mom. Weil ich dich gefragt habe. Wie? Oh mein Gott, Digga. Ich habe das mal erzählt, dass ich beim Sex manchmal an Dominik denke, um nicht so schnell zu kommen, okay? Und dann hatten wir ein, zwei Tage später danach hatten wir Sex. Und dann guckt mir diese Frau deadass in die Augen und sagt so, denkst du gerade an Dominik? Bro. Digga, ich bin gestorben, Alter. Das war so cringe. Was sagt Marsha dazu, dass Reef TV was von ihr will? Das habe ich noch nicht mitbekommen. Nein? Hat jemand, haben wir Clipchat? Was? Toni hat gesagt, dass sie Marsha klären will? Was? Nein. Hä? Was, Chat? Bro, was? Ich weiß, wer Chat was? Warte mal, gibt's den Clip hier irgendwo? Nein. Hat jemand den Clip? Das ist nicht der richtige. This video is sponsored by the one and only. Mann, Chat, hat jemand das Richtige? Mann, Digga. Bro, ist das scheiße. Moin, Leute! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bro, hat jemand for real das Richtige? Mann, Digga, ey, nicht mal auf die Mods ist Verlass, Bro. Das hier? Okay, ey, Bro, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Ist das scheiße, Bro? Mit welchem Streamer streamst du am liebsten? Ja, Basti. Basti ist on top. Basti ist unschlagbar, leider. Stegi ist nah dran, aber Basti ist unschlagbar. Marschauen oder... Okay, also Marschauen oder streamen? Boah, Stream. Müsstest du dich entscheiden zwischen mir und Stream? Ist schwierig. Nee. Jetzt Gags aside. Also ich hätte, glaube ich, bei jeder Freundin vorher easy mit Stream beantwortet. Aber ich habe immer allen meinen Homies privat erzählt, dass ich mich für dich entscheiden würde. Bei dir. Also das ist die erste Beziehung, wo ich das andersrum fühle. Also krass, Mann. Ja, Mann. Ja, ich muss das jetzt sagen, Chad, Leute. Es tut mir leid. Ich muss dich im Stich lassen. Sorry. Sorry, Chad. Sorry. Du kannst auch was anderes machen. Du musst ja nicht streamen. Ja. Ich mache einfach YouTube-Videos dann. Wenn Basti sich zeigen würde, würdest du mit ihm zu Seven vs. Wild gehen oder bei Dominik bleiben? Digga, auf jeden Fall bei Dominik bleiben. Ich glaube, mit Basti bei Seven vs. Wild wäre die Hölle. Digga, ich liebe den Mann. Aber Bruder, wirklich, Basti würde da so austicken. Weil Basti und ich würden, wenn wir aufeinander hängen würden, nicht miteinander klarkommen, bin ich der Meinung. Basti würde austicken, weil man irgendwie mein ADHS kickt oder so. Und ich würde austicken, weil wenn uns auf einmal langweilig ist, dann fängt Basti irgendwie an, irgendwie alle Hauptstädte von Europa zu nennen oder sowas. Und, nee, Digga. Ey, Basti würde mich so krank abfucken an Tag 3, Bro. Ich würde sagen, verpiss dich, bau dein eigenes Shelter und dann gehen wir getrennte Wege einfach. Marsha, wie gut satisfied dich Kevin im Bett? Ja. Das ja, Ding ist, mal, das es ist los. Ja. Entweder du sagst jetzt halt, ja gut, oder wir drehen und jeder weiß, was Phase ja. ist, Bro. Ja, wir drehen, Digga. Ich gib mir den Scheiß hier nicht, Leute. Wir drehen. Scheiß drauf, come on. Ich will's gar nicht hören, ich nehme das hier in die Hand. So wie sonst auch. Oh mein Gott. Ich wusste es. Oh mein Gott. Bruder, ich werde dann in dieses eklige Lufthansa-Klo da reinscheißen. Weißt du, und dann komme ich da so richtig erbärmlich raus. Jeder sieht, dass ich da rausgehe. Und dann, stell dir vor, jemand muss nach mir in die Toilette da im Flugzeug, Bro. Ja, RIP, Alter. Rest in peace, Mann. Bruder, der sieht aus, als hätte er so 2 Wochen in meinem Zimmer rumgelegen und wäre so schon angefangen zu gammeln. Komm, ich zähle 3, 2, 1 runter, dann machen wir's. 3, 2, 1, go.
Ich geh mal der Frau hinterher. Könnt ihr mich hören? Ich habe gerade keine Luft bekommen, Junge. Alles gut? Alter, ich konnte gerade keine Luft holen, Leute. Ich würde sagen, das ist 7 aus 10. 7 aus 10. Wie geht's dir? Nicht gut. Oh, diese Milch verleitet mich, aber ich will sie nicht trinken. Für die Challenge. Hast du noch gar nichts getrunken? Nee. Oh. Ich habe ein bisschen Tränen in den Augen und meine Zunge brennt unfassbar. Mhm. Aber ich fand's low-key auch ein bisschen lecker. Junge, ich dachte wirklich, ich sterbe. Du hättest mir gerade hinterherlaufen sollen, Mann. Das war Content, ich bin fast gestorben. Wirklich. Das ist meine Freundin. Die stand vom Spiel. Die Frau stirbt und denkt an den Content. Ich habe dich noch nie mehr geliebt. Im Vergleich zu Willi wie ein Profi getankt. Ja, ey, aber Nojo, ich fühle das. Ich fand dieses erste Reinmachen, da war es richtig gehittet, weil das war so, als hätte sich dieses Pulver so verteilt. Als hätte man so eine Portion Luft Zimt holen. Gegessen oder so. Willi, hör auf! Willi, geh weg! Ich glaube, wenn man in der dritten Bundesliga oder höher spielen möchte, dann muss man ein guter Actor sein, so für die Schwalben und so, you know? Trink. Digga, ist das scheiße. Digga. Trink und lass den Mund. Mir geht's geil. Digga, Willi, ey. Ist das scheiße. Ja, Willi, bleib lieber beim Fußball, wa? Dritte Liga oder so. Ja, jo. Vor allem habe ich heute nur ein Brot gegessen und sonst nichts. Ah, chillig. Wird geil heute Abend und morgen. Mann, das ist so dumm, Digga. Weißt du, alle machen nochmal so letzten Tag vor Seven vs. Wild, machen sie nochmal auf entspannt, Digga. Ich fahre mir hier mal auf ganz gemütlichen Hotchip rein, Bro. Gut, weiter geht's. Was hast du zuletzt gewählt? Also so Partei oder geht jetzt so? Ja. NPD. Wenn ich sage, ich wähle AfD und NPD nicht, ist ja obvious, dass man die nicht wählt, denke ich mal. Dann denken immer alle Leute, ich wähle FDP. Aber ich wähle nicht FDP. Ich glaube, man kann sich an drei Dingern ausmalen, was ich gewählt habe. Ja, wir drehen. Komm. Oh nein. Das musst du machen. Auf gar keinen Fall. Mann, ich kann nicht lügen, du musst das machen. Junge, ich hasse telefonieren. Nein, ich kann das oh, nicht. Oh mein Gott. Ja, mach irgendwie bei deinem Freund oder so. Ich ruf Hugo an, das ist ein easy one. Ey, Bro, was geht ab, Mann? Sorry, hab ich dich gerade geweckt? Ey, Bruder, ich hab ein ganz übles Ding. Dominik hat sich eine übelst kranke Magen-Darm geholt, Mann. Und kann jetzt nicht mitkommen. Und jetzt überlege ich, was ich machen soll. Wann kommst du zurück, Bro? Wann bist du wieder in Deutschland? Ich bin in Deutschland. Digga, Dominik kann nicht mitkommen zu Seven vs. Wild, Bro. Ich hab dich heute noch angeschrieben, ich soll Vertretung für den machen. Bastard. Du sollst Vertretung für den... Ja genau, also halt, du sollst mitkommen quasi stattdessen. Ja, Digga, ich muss auflegen. Die Verbindung ist gerade schlecht. Oh mein Gott, Digga. Du bist so schlecht. Ich bin so Arsch in sowas. Oh mein Gott, Digga. So shit. Es ist so shit. Hast du schon mal Marshas Unterwäsche aus Joke angezogen? Was machst du, wenn ich hier nicht da bin? Dazu möchte ich mich nicht äußern. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, dass ich es noch nicht gemacht habe. Aber warum nicht? Aber wir sind auch zu lange schon zusammen. Das müsste eigentlich schon einmal passiert sein. Ja, dann heute Abend. Kannst du mir mit schönes Sissu anziehen. Boah, Digga. Schön Lounge Underwear. Nee, ist noch nicht passiert. Ich hatte aber schon mal Unterwäsche an, ja. Aber Unterhose oder BH? Alles. Lol. Hey, wieso ist deine letzte Beziehung in die Brüche gegangen? Jo, wir drehen. Top. Let's get it. Ach du Scheiße. Bro, wie lange hält das? Ich flieg morgen zu Seven vs. Wild. Mach ein M, damit du nicht denkst. Nee, mach aber irgendwas Cooles. Mach nicht nur so ein M. Hey. Oh, guck mal, hier sind so Vorlagen, oder? Den Elefanten möchte ich haben. So. So. Alright. Boah. Digga, der kann sogar tanzen. Boah. In dem Sinne, Freunde.
Wir hoffen, euch hat das heutige Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es der Fall ist. Und schreibt doch gerne ein paar Bestrafungen fürs nächste Mal rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!